Ich glaube, da war was, oder? Geh mal hoch. Wo ist jetzt der Zombie hin? Hier bei mir. Okay. Nee, hier oben bei den Gründervätern, wo die... Doch, 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 hier ist eine Werkbank. Soll ich den Zombie töten? Ja, weiß ich nicht. Dann machen wir eine neue Runde, ne? Ja, komm, ich mein kalt. Ja. So, ich kenne die Werkbank. Nee, hier geht's nicht. Oh, hier geht's okay. Rushmore? Melden Sie sich in der Einsatzzentrale? Keine Ahnung. Ich höre Cola-Ball-Musik. Der Mann hat doch gerade eine Durchsage gemacht. Ja, ja, aber er will ja alle Waffen auf uns richten. Er will uns ja töten. Ja, oder wir sollen in die Einsatzzentrale kommen. Ja, und dann? Er hat uns gesagt, weiß ich nicht. Er hat gesagt, kommt oder kommt in die Einsatzzentrale. Ihr Schwengel. Oh, Blitzkinder. Das sieht aber doch wenigstens mal so eine Karte, die ein bisschen freundlicher aussieht, oder? Ich meine, meistens sind die Karten irgendwie so ranzig, düster. Alles klar, hier kann man auch eigentlich ganz gut kiten. Aber diese Blitzkinder nerven extrem. Das war schon immer so. Ich denke, wir brauchen hier auf jeden Fall diese komische Teleport-Plattform-Dinger. Ja, ja, aber die Frage ist, wahrscheinlich baut man das alles irgendwo im Bunker oder so. Ja, oben ist eins bei den Jeffersons. Bei den Jeffersons, ja! Brrrr, fliegt die ganze UFO durch. Wow, ihr Zombies. Oder ist Operations irgendwo unten? Er wird irgendwo unten sein. Oder da, wo die Pyramide ist. So, ich habe mir hier noch eine Tür aufgekauft. Oh, die haben hier einen schönen Grill. Ach so. Wollt ihr den totalen Jefferson? Ja. Noch eine Statue gefunden hier. Man kann hier irgendwie auch in so Geräteschuppen sich rein oder twerken, weil hier twerken. Bei dem einen war nämlich Ding, eine Nuke oder irgend sowas drin. Ja, da war doch immer dieser, das geheime Häuschen war doch. Ja, ja, aber kann man das kaufen oder wie öffnet man das diesmal? Muss man da irgendwie dreimal den Milchmann schütteln? Was ist das hier? Alter, hier hängt ein Fleischerbeil in der Wand mit Blut. was ist das? Bats. Okay, ich bin jetzt im Schlafzimmer. Beim Pack-a-Punch unten. Aber ich habe keine Ahnung, wo hier noch eine Werkbank ist. Ich sehe auch gerade nichts. Aber auch was ist der Operations Room? Hier ist noch so eine Figur. Also so eine... So eine, wie heißt's? Mannequin, hier, Schaufensterpuppe. Schaufensterpuppe, genau. Ja. Also hier ist der Busfahrer. Ted. Ted. Der gute Riding Alte. Ted. Aber ich habe keine Werkbank gesehen. Ich sehe auch keine Werkbank. Wo ist die denn? Wo ist denn hier? Ja. Oh, Rassist. Pech gehabt. Wo ist denn die Einsatzzentrale? Vielleicht, Ding. Vielleicht wirklich da, wo die Pyramide ist. War dann irgendwo hier drüben, oder? War das nicht irgendwo hier? Die Einsatzzentrale. Oder da, wo der Tower ist? Ja, hatte ich auch gerade überlegt. Da sind so viele Monitore drin und so in dem ist Haus. Ist das nicht hier? Ist das nicht sowas wie eine Einsatzzentrale hier? Sieht schon so. Ja. Was ist denn? Wo denn? Ich hab hier drauf gedrückt. Und jetzt? Ich höre irgendwie so eine Melodie. Wee, 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 wee. Und was passiert? Masaki, melde mich zum Dienst. Was Alter. Nennen Sie mich Rushmore. Ich bin die Intelligenz, die mit der Aufsicht über Camp Edward und das Broken Arrow Programm betraut wurde. Wer sind Sie? Wie sind Sie hier hineingelangt? Wo sind Pernell und seine Leute? Zugriff auf Aufzeichnungen. Elektrische Entität. Einrichtung abgeriegelt. Oh. Oh nein. Ich habe über 50 Jahre geschlafen. Wer sind Sie? Sowjet? Kubaner? Chinese? Ich schulde niemandem meine Treue.
Sag mir, wo ich den Elementarsplitter finden kann. Er ist im APG eingeschlossen und Sie haben nicht die erforderliche Zugangsberechtigung. Nicht mal eine vernünftige Geschichte. Sie müssen mein Vertrauen gewinnen. Finden Sie die Zugangscodes und bringen Sie sie mir. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Okay, Zugangscodes? Hier, 7626. Alter. Gib mal ein. 7626. Alter. Warte. Ich hab den Zombie. 7626. Okay, warte, clear. 7, 6, 2, 6. Ja, stand da zumindest auf dem Zettel. Alter, der Riddler. Achtung, Zombie. Was, Sawyer? Eine Minute bis zur Beendigung des Zugriffs. Was? Echt jetzt? Was hat, alle irgendwie... was hat er gesagt? Aktivierungscode Sawyer? Ja, Sawyer, Sawyer. Keine Ahnung, wo findet man Aktivierungscodes? Ich bin eben auf dem Schreibtisch gefunden. Also ist das hier wohl der erste, hm? Der ist wahrscheinlich der erste und jetzt hat er erst eine Minute für die anderen, oder was? Boah, nee, Alter. Codes suchen, das wird ja ekelhaft. Das ist ja richtig pervers. Da kann man jetzt eigentlich im Grunde alles absuchen und ich meine, wer sagt, dass so ein Ding auf einem Zettel steht? Das könnte ja überall stehen. Sicher? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß es ja auch nicht. Teleplattform nicht verfügbar. Jetzt natürlich die Frage, warte mal, hier geht's wieder in den Bunker oder was? Ich habe hier noch eine Statue, nee, nicht Statue, ach du weißt, ich meine, Schaufensterpuppe enthauptet. Sehr gut, irgendwann haben wir vielleicht alle. Und dann, was passiert dann? Weiß ich nicht, kommt schon wieder Musik oder so, der Klassiker halt. Oben ist noch einer. Hast du schon sowas wie ein Mann, dieser gefunden? Zombie geht mir so auf den Sack. Nee, ich kann ja nicht richtig gucken, weil der Zombie echt angepisst ist. Richtig mullig. Da oben ist noch eine Puppe. Hier auch. Und hier ist noch eine. Viele. Ich habe auch noch zwei gefunden. Mal eben so, überall stehen die rum. Naja, überall stehen Puppen rum und alle kann man floppen. Hier ist ein Bücherregal, da ist ein Elefant drin. Kann man den mitnehmen? Nee. Oh, hier! Ich kann eine Teleplattform fertigen. Dann bau mal. Hier wissen wir schon mal, wo das geht. So, Teleplattform habe ich aufgenommen. Aber ich verstehe das mit den Aktivierungscodes nicht. Wo sollen die denn sein? Ja, wie gesagt, ich habe das eben auf dem Schreibtisch auf einem Zettel gefunden. Wahrscheinlich irgendwo halt auf Zetteln. Irgendjemand hat die dann da wohl irgendwo drauf geschmiert und wir müssen sie finden. Hier drüben ist das rote Telefon. Was ist das denn? Ach, ein Feuerlöscher, der aufgeplatzt ist. Ja, oder ein alter Adermann, man weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen, es könnte auch ein... Hier sind noch Zahlen, 4708 und 5306, aber die sind hier auf dem Computer. Ob die was zu bedeuten haben, I don't know. Wir brauchen Sawyer. I will have my Ascension. Ah, hier, 6266. Steht auch irgendwas dabei? Sawyer, ja, steht sogar dabei. 6266. Schnell, renn rüber. Wie, der steht da drauf? Ja. 6266, nimm den Zombie. Da kann ich es noch vielleicht eingeben. Wo war denn diese Basis? Ah, hier drüben. Geh du zur Basis. Komm. 6266. Aber ich zähl's ja noch. Die Minute ist schon um, oder? Ja, vielleicht ist er halt großzügig. 6266. Ja. Vielleicht eine nette KI. Und? Irgendwas passiert? Weiß nicht, hallo? Es gab ein Geräusch. Ist der Zombie noch da? Ja. Es gab irgendwie ein Geräusch. Vielleicht muss man nochmal den ersten eingeben. 7626. Komm mit, Zombie. Komm zu mir. 7626.
16 Soldat gewährt. Und jetzt ist andere war 6266, ne? Autorisierungscode Sawyer erforderlich. Okay, Sawyer ist 6. Eine Minute bis zur Beendigung des Zugriffs. 6266. Und? Autorisierungscode Sawyer akzeptiert. Autorisierungscode McCain erforderlich. McCain? Echt jetzt? Die Pommes, oder was? Ja, toll, jetzt müssen wir irgendwo wieder so einen Zettel finden, wo ein McCain-Pommes drauf liegen. Die echt Zahlen jetzt? Ja, das ist... Und ich wette, die ändern sich auch noch immer von Runde zu Runde oder sowas. Bestimmt sowas Ekelhaftes. Aber ich habe mir die nicht aufgeschrieben. Oh Mann. Ja, wir können auch einfach rounden ein bisschen. Wo wir jetzt Easter Eggen. Weil sind wir schon wieder voll im Easter Eggen. Ja, man muss das machen. Warte, ich schreibe das hier auf. So, Sawyer ist 6266. Was brauchen wir jetzt? McCain, oder was? Ja. Die Bissechten. Die Bissechten McCainies. Ja, es kann überall sein. Es ist halt so, so ein Wisch. Ja, aber vielleicht ist in jedem Haus einer. Bobby ist tot umgefallen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es kann auch im Bunker irgendwo eins sein oder so. Es gibt ja voll viele Häuser. Ja, aber... Und die Hillbilly-Musik geht wieder los. The American Dream hier, Alter. The American Dream of Zombie Life. Oh, ich glaube, da war ein Code. Ich glaube, da war ein Code. Aber ich kann jetzt gerade nicht gucken. Ja, mach's Ende der Runde. Oh, die Teleporter sind echt gemein, ne? Ja. Oh, aber der Sprecher ist irgendwie cooler geworden. Ja, schon. Ich bin Deutsch auch so, ne? Nein, nein. Oh. Aber wie ich ihm sein Leben gerettet habe wieder. Naja. Ja, also, das kann jeder sehen. Das kann jeder sehen. Mein Leben schön selbst gerettet. Oh, ich muss aber meins auch mal retten hier. Oh. Kenn ich nix. Hast du gerade einen Teleporter eingesetzt? Nee. Was flippt denn da hinten immer rum? Oh, Doppel-Teleport-Baby! Doppel-Teleport-Baby! Warum fliegen hier halbe Zombie-Leichen auf mich drauf? Weil ich hier stampfe. Alter! Oh! Du hast jetzt die Codes aufgeschrieben. Es wäre eine. Oh nein! Hä? Ja, guck mal schnell, ob da ein Code ist. Ich hab hier mit... Was ist passiert? Ja, da war halt der letzte irgendwie. Auf einmal waren sie alle tot. Warst du voller Furcht. Ich habe schon wieder einen Teil gefunden. Vor dem, was du glaubst, ey, der Mann findet Teile. Alteisenmann. Wo war das denn? Ah, nee, da steht nur Classified in Rot drauf. Kacke. Ich wette, das Bunker gibt's auch einen. Wette ich, dass irgendwas im Bunker unten abgeht. Die Bunker Boys. Oh nein, Elektrokrieger. Alles dabei. Alles dabei, wir kriegen das volle Programm wieder. Warum mögen die uns nicht? Ich weiß nicht, wir haben denen auch eigentlich nichts getan, ne? Ich finde es total lächerlich. Die haben wir auch nicht. Mann, ich habe hier so eine asoziale Fliege im echten Leben. Ich will mir ins Gesicht fliegen will. Was ist denn das echte Leben? Was soll das sein? Guck mal, Leben gerettet. Leben oh gerettet, boy. Insta-Kill, ich versuch Punkte zu machen, weißt du? Leben gerettet. Ja, klar. Ja, sichi. Zack. Warte mal, also zack, der erste Code war direkt zack hier im blauen Haus, ne? Direkt da, wo wir das Ding halt... Fliege! Geh weg! Ach komm, ist mal wieder der letzte? Okay, wir müssen ein bisschen low machen. Hä? Hä? Was wie, hä? Ich hab die Teleplattform genutzt. Aus Versehen. Ja, weil du ja auch eine hast. Du hast doch so einen Teleplattformer. Eine Dogenrunde. Eine Dogenrunde. Holt mir ihre Seele. Ey, diese Fliege, die schafft's, ne? Die schafft's einfach. Es ist ja halt auch eine Fliege. Fliegen hassen Menschen. Aber warum ist dieser alte Krieg zwischen Mensch und Fliege immer noch so präsent? Naja, wir haben sie ja heraufbeschworen. Durch Zug? Wir haben Zucchinis angeboten. Ja,
Der Cup 45? Ich will mal irgendwie was Witziges. Ist das was witzig wäre? Ein Code? Ein Code wäre witziger. Gibt's hier eine geile Wunderwaffe? Oder ist es diese Raygun? Eine Akte. What? Alter, da kommt ein Puppenkopf. Ein Cyborg-Puppenkopf. Bye-bye. Der hat aber echt hart geraucht, der Mann, ne? Was war das? Warum hat er Bye-bye gesagt? Na, weil ich hier Ding gemacht hab. Kiste leer. Ach so. War verwirrt. Okay, die Waffe ist ultimativer Crap, die ich da rausbekommen hab. Alter. Ich frage mich. Ich spiele gerade ein bisschen Blitzbaby Basketball. Ey, die Blitzbabys gewinnen. Die Blitzbabys. Die Blitzbabys sind überall. Ich krieg irgendwelche Nachrichten hier. Was ist das für ein Messenger-Geräusch? Ich habe doch überhaupt keinen Messenger. WhatsApp? Ach so, ich habe Dings noch offen wegen der Ansage. WhatsApp. Oh, Alter, wie sie mich kratzen. Ja. Nagelknipser muss her. Oh. Schon Codes gefunden? Nö, ich kann ja gar nicht gucken. Weil ich die ganze Zeit hier von Babys besprungen werde. Zauberbabys. Aus dem Zauberwald. Zauberbabys. Herr Doktor. Herr Kriminaloberkommissar, das waren Zauberbabys. Ich habe diese drei Menschen nicht ermordet. Es waren die Zauberbabys aus dem Wichtelwald. Aus dem Wichtelwurstwald. Aus dem Wurstwichtelwald. Sie kennen das doch. Da, wo die Adam an Knack produziert wird. An der Quelle. Direkt an der Wurstquelle. An der Wurstwasserquelle. Unten in der Botanik. Wir sind auf eine Quelle gestoßen. Öl? Nein, Wurstwasser. Oh, wo? Oh, ey, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Einfach round oder was? Keine Ahnung, Ricardo Mundwurst sagt round. Jetzt hier mal diese komische Ekelwaffe gepuncht. Weil ich unten im Spelunky bin. Hör ich doch einen Zombie, aber ich sehe keinen. Ich werde irgendwo, hier ist ein Code. Oben waren wir schon recht gründlich. Ich werde irgendwo auf dem Dresen beim Cola-Ball. Code. Was denkst du, wie viele Codes das sind? Drei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. There's something wrong with the machines. Kann man hier vielleicht noch irgendwas öffnen oder haben wir alles geöffnet? Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Maschine. Boah, hier ist eine Riesenpyramide. Da war ich ja noch gar nicht drin. Was? Wie, du warst noch nicht in dem Raum mit der Riesenpyramide? Nee, unter im Bunker noch nicht. Nee, du? Oh, nee, im Bunker auch noch nicht. Hier ist auch nochmal ein riesiges Control Panel. Oh, hier muss doch bestimmt irgendwas machen. Ah, hier sind so Kryo-Behälter. Wo geht's denn hier lang? Bunker 2? Wie Bunker 2? Weil ich laufe hier oben rum und suche was. Und er. Bunker 2. Eat all your Adamans. Every last bit is important, steht hier. Wann werde ich endlich lernen, Dämonenangriffen auszuweichen? Oh, der ärgert mich. Ich muss hier. Ich laufe hier einmal unten rum. Nee, hier unten finde ich nichts. Ich bin gerade im Lebensmittel. Oh? War das? Ach so, hier kann ich irgendwas aktivieren. Dachte schon. Also in Bunker 2 ist es nicht. Ich kann nicht, weil der Zombie mich die ganze Zeit penetriert. Die Zombies sind ziemlich gierig.
Lass mich! Hier sucht man sich ja wirklich den Schlongbund. Wow, ich hab mich teleportiert! Gratis! Gratis? Geil, kostet Mann. Hier gar nichts, ne? Nö. Jeder dritte Ritt. Bei jedem dritten Ritt, da mache ich gerne mit. Adermann Biker. Ist Papa mal wieder wund im Schritt? Macht er den Adermann-Ritt? Operation. Okay, das war's. Ja, das mit den Codes ist ja ein bisschen kniffli-diffli. Ja, voll mies. Außer es gibt hier irgendwo noch einen Raum, den wir noch nicht gecheckt haben. Backroom. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich kann's dir echt nicht sagen. Naja, wir spielen die Karte zum allerersten Mal. Noch kein Meister vom Himmel gefallen, oder? Nee, ach. Wir sind ja auch alt und so, ne? Weißt ja. Die Leute haben eh niedrige Erwartungen bei uns. Ich bin froh, wenn wir gerade ausgehen könnten. Boah, was habe ich hier für eine Fähigkeit? Den Super Freezer? Den Super Freeze? Ja. Ich friere Zombies ein. Ach so, hast du so einen Drink geholt oder was? Nee, nee, ich habe mir hier nochmal reingepuncht. Oh! Sie haben, nein, sie haben mich erlegt, ich liege im Garten. I'm coming. Aber ich habe keine Fähigkeit. Oh nein, 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 durchladen. Mein schneller Wiederbeleben ist weg. Oh nein, 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 nein. I run for the border. Oh nein, direkt vor mir ist ein Baby. Oh no, Alter. Oh. Das Baby. Das Baby, Alter. Naja, wir haben ein bisschen uns reingedudelt. Ich glaube, beim nächsten Mal wird's spritziger. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da für mehr Zombies. Bis zum nächsten Mal und ein Bussi auf den Adermann. Tschüss. Adermann.